Ja, hier also das zweite Video zum optimalen Produktionsprogramm, Schritt 3. Und deshalb ein zweites Video, weil man das natürlich noch variieren kann und auch muss. Und zwar in diesem Fall inklusive der Lieferverpflichtung. Das hatten wir im vorherigen Video nicht. Und dadurch verändert sich doch einiges. Aber schauen wir uns die Ausgangssituation nochmal an. Und das wurde in den vorherigen Videos schon alles thematisiert. Die Maschine M2 ist die Engpassmaschine. Deswegen ist der relative Deckungsbeitrag auch für die Maschine M2 berechnet worden. Aus dem relativen Deckungsbeitrag hier ergibt sich dann die Rangfolge, das heißt, das beste Produkt ist B, gefolgt von C und dann Produkt A. Die Umrisszeiten habe ich mal drin gelassen. In diesem Fall ja wichtig, welche Umrisszeit die Maschine 2 hat. In diesem Fall sind es 14 Stunden. Und wir haben eine Maximalkapazität von 400 Stunden, also 24.000 Minuten. Also nicht erschrecken, ist jetzt ganz schön viel Text und alles ganz schön voll, aber das ist in den Prüfungen ja auch so. Hier unten haben wir noch die maximal mögliche Absatzmenge, 1000 bei A, 450 bei B und bei C 1200. Und das habe ich variiert. Das war vorher in den Aufgaben 800. Und ich habe es, weil es einfach besser ist, sich besser erläutern lässt, mit der Lieferverpflichtung mal hochgesetzt auf 1200 maximal mögliche Absatzmenge. Und jetzt kommen wir zu der Neuerung der Lieferverpflichtung. Das ist fast immer dabei, würde ich sagen. Eine Lieferverpflichtung ist eben eine Menge, die wir ganz, ganz sicher liefern müssen, auch wenn wir das ja eigentlich gar nicht wollen würden, weil man sieht, 100 Stück eben von Produkt A und Produkt A ist auf Rangplatz 3, also das ist das Produkt, das wir am wenigsten gerne produzieren, so möchte ich es mal nennen. Aber klar ist, dass die Lieferverpflichtungen eben auf diesen Produkten, auf den hinteren Rangplätzen liegen, denn sonst wäre es ja witzlos. Eine Lieferverpflichtung bei B, das würde man ja sowieso produzieren wollen, wäre ja für zumindest unsere Berechnung nicht übermäßig relevant. Und ich habe die nächste Lieferverpflichtung von 80 Stück hier auf C, auf dem Produkt mit dem Rangplatz 2. Also starten wir in der Berechnung. Wir haben eine Gesamtkapazität auf Maschine 2 von 24.000 Minuten. Und jetzt, und das sollten Sie immer machen, starten wir mit der Lieferverpflichtung. Das machen wir immer. Nicht erstmal eins produzieren hier und dann hoffen, dass noch Zeit für die Lieferverpflichtungen übrig ist. Das ist der absolut falsche Weg. Machen Sie immer zuerst die Lieferverpflichtung, weil die müssen Sie sowieso machen. Die Gefahr ist, wenn Sie das andersrum aufziehen, also erstmal den Rangplatz 1 produzieren, dass Sie dann eventuell zu wenig Zeit haben, die Lieferverpflichtung noch zu produzieren. Dann fangen Sie nämlich wieder an mit der Berechnung. Also erst die Lieferverpflichtung, hier A, Lieferverpflichtung ist 100 Stück, 10 Minuten pro Stück, sind wir bei 1000 Minuten, haben wir einen Rest von 23.000 Minuten, nachdem wir A produziert haben. Jetzt kommt die Umrüstung auf C, haben wir gesehen, sind 14 Stunden, also 840 Minuten, 23.000 minus 840 sind 22.160 Minuten. Jetzt kommt die nächste Lieferverpflichtung, Produkt C, 80 Stück, 20 Minuten pro Stück, sind wir bei 1600 Minuten, bleibt ein Rest von 20.560. Und jetzt rüsten wir natürlich auf das Produkt, um das wir am liebsten produzieren wollen, weil es auf Rangplatz 1 ist, auf B. Und von B machen wir natürlich, Entschuldigung, jetzt haben wir erstmal die Umrüstung auf B und jetzt müssen wir die Zeit nochmal anschauen. 19.720 Minuten bleiben übrig, nachdem wir auf B umgerüstet haben. Und jetzt kommt der Schritt, den ich gerade schon fast angefangen hatte. Von B wollen wir natürlich alles produzieren. 450 Stück ist das Maximum. Das machen wir auch. 8 Minuten pro Stück sind wir bei 3.600 Minuten, die wir für B brauchen. Bleibt ein Rest von 16.120. Ja, und jetzt gehen wir wirklich die Reihenfolge durch, so wie wir es kennen. Wir haben ja die Lieferverpflichtung schon abgehandelt. Aber jetzt kommt noch eine Sache, die ganz wichtig ist und die die Leute immer nicht so gut verstehen. Jetzt stellen Sie sich vielleicht die Frage, ja, warum gibt es denn jetzt keine Umrüstung von B auf C nochmal? Ja, ich war doch gerade bei B und jetzt kommt wieder C, muss ich doch wieder eine Umrüstzeit abziehen. Nein, Sie müssen sich vorstellen, diese Planung, die machen Sie doch im Vorfeld der Produktion. Sie berechnen doch im Vorfeld der Produktion Ihr optimales Produktionsprogramm und dann fangen Sie an zu produzieren. Sprich, Sie wechseln ja nicht ständig hin und her, sondern wenn Sie dann wissen, was Sie von A, B und C endgültig produzieren, dann produzieren Sie das einmal durch, fangen an von mir aus mit A, rüsten dann um auf B und rüsten dann um auf C, aber Sie springen ja nicht hin und her, so wie wir das in der Berechnung machen. Das machen wir nur im Vorfeld der Berechnung, aber doch eben nicht dann, wenn wir wirklich produzieren.
Und jetzt kommt die Nebenrechnung. Wir haben noch 16.120 Minuten. 20 Minuten kostet uns das Produkt C auf Rangplatz 2. Da können wir also noch 806 Stück von C produzieren. Hier auch immer aufpassen, dass das dann wirklich nicht die Maximalkapazität überschreitet, denn da oben hatten wir schon 80, jetzt nochmal 806, sind wir bei 886 Stück und das passt gut, denn unser Maximum ist ja 1200, also das heißt, das passt. Und jetzt kommen wir so also zum optimalen Produktionsprogramm von A 100 Stück. Wir sind also nicht nochmal irgendwie zu A gekommen, das ist nur die Lieferverpflichtung. Von B produzieren wir alles, nämlich die 450 und von C dann entsprechend die 886. Das ermitteln wir jetzt also, das haben wir jetzt errechnet und jetzt erst fangen wir zu produzieren an. Und deswegen kann es bei drei Stück, die wir produzieren, auch maximal zwei Umrüstungen geben, von A auf B und von B auf C und dann haben wir alles durchproduziert.